Hallo Borgheide. Hallo Welt, wir haben Urlaub. Wir haben Urlaub und deswegen haben wir uns gedacht, wir gehen jeden Abend mal woanders hin. Wir gucken bei Google Maps einfach, wer einen Pool im Garten hat, dann gehen wir hin. Und nette Leute lassen uns natürlich auch rein. Aber unter 38 Grad, sorry, da wird das wohl nichts. Wir haben gerade angefangen hier. Jetzt sind wir natürlich bei Hartmut, weil Hartmut ist ja jetzt nicht mehr Trainer beim BSV 90. Und böse Stimmen haben gemunkelt, dass er jetzt die Bundesliga trainiert und zum Aufstieg bringt. Zur Weltmeisterschaft. Stimmt das? Da. Nee, kann ich nicht bestätigen. Das Einkommensniveau war dann doch nicht mein Anspruch hier. Ist zu wenig oder was? Von natürlich. Als Bundestrainer. Wie soll ich denn das hier unterhalten? Ja, okay, stimmt schon. Ja, wer hier so seinen eigenen fliegenden Pool hat, ja, das kann ja nicht fliegen, ja. Ja. Ja, drückt nicht die falsche Taste, sonst heben wir ab. Hartmut, das Ende einer erfolgreichen Saison, quasi als Trainer mit dem Aufstieg geschafft, die Mannschaft direkt von Null in die nächste Klasse hochgeschossen und auch nebenbei noch einen Preis gewonnen. Ja, letztens konnten wir alle im Internet abstimmen für den, wie war das, der Held? Held der Woche. Held der Woche. Und Held auch, der Woche, ja. Da gab es nochmal ein kleines Glückwunsch drauf. Glückwunsch. Zu den ganzen Glückwünschen. Noch ein Glückwunsch. Ja. Also, da habe ich mich auch gefreut drüber, dass man überhaupt da nominiert worden ist. Musste ich erst mal ein bisschen rumhören, wie das zustande gekommen ist. Mittlerweile weiß ich so ein bisschen, wie es zusammengekommen ist, aber das behalte ich für mich. Das ist okay. Okay. Ja, naja. Aber wir haben jedenfalls mitgeholfen, dass genug stimmen kann. Ich ja, war ganz sehr viel Auswahl. Leider konnte man nicht sehen, wie viel Stimmen es war. Das hätte mich wirklich mal interessiert. Doch der prozentuale Anteil. Aber der prozentuale Anteil, der war erkennbar. Aber das hat ja nicht zu sagen, wie viel Stimmen es war, weißt du? Ja. Das hätte mich nochmal interessiert. Aber egal wie, bei 42% braucht man da auch nicht drüber nachdenken. Ich habe mich sehr gefreut. Für mich eine große Ehre gewesen, da überhaupt genannt zu werden. Zeigt doch, dass ich nicht alles falsch gemacht habe. Nee, das glaubt man mir wohl. Mit 42% kriegt heute keine Parteigemeldung. Da kannst du mal stolz sein. Und wie gesagt, nach der Fußballsaison gibt es überhaupt keine Diskussion. Ja? Wer soll das sonst da an der Stelle verdient haben? Ja, darfst du dich eigentlich noch so aus dem Haus trauen, ohne Security mittlerweile? Oder geht's noch? Es geht noch, ja. Es kommt immer darauf an, wie ich mich kleide, weißt du. Achso, stimmt. Der ist ja manchmal hier unterwegs als Rocker, wenn er mit seiner Shopper hier fährt. Ja, unerkannt und schnell. Ganz schnell, ja. Wenn der Akku voll ist. Und leise vor allem. Leise. Das ist das Gefährliche. Mich hört keiner. Nachts. Also du musst wirklich selber für die anderen Leute mitdenken. Weil du wirst nicht wahrgenommen. Und das ist das Negative an dem kleinen Fahrzeug dann. Ne? Ist aber beim Fahrrad auch so, musst du mal hupen. Ja. Hast du keine Klingel dran? Doch, ich habe auch eine richtige Hupe. Erschreckst du dich aber. Ja. So, letztes Spieltag übrigens war ich leider nicht dabei. Lutz hat gesagt, ich hätte keinen Bock mit euch damit hinzufahren. Der hat den ganzen Tag wieder Lügen über mich erzählt. Das war nämlich gar nicht so. Ich war selber im Hoppegarten und war auf einer eigenen Veranstaltung unterwegs. Und alles, was der Behnke erzählt hat, nicht glauben. Er versucht sich schon wieder reinzuwaschen. Er war nicht da, dass nur das zählt. Ja, kann man nicht reden, wie er will. Ja, kann mir erzählen, wo er war, wenn er bei Frau Merkel gewesen ist. Das interessiert nicht. Dafür sind wir alle am 4.8. da. Ja, 4.8. Ja. Kann man ja schon mal vorausschauen. Die Plakate sind da, habe ich gestern Abend bekommen. Ja, das hier, also jetzt hier, gleich hier, da, jetzt. Da ist das Plakat, genau. Nochmal zu sehen. Die ersten beiden habe ich schon angebracht. Im Edeka hängt schon ein kleines und bei Becker Schmidt vorne. Und da hängt, wird auch eins hängen. Nehme ich an, dass er schon reingelegt hat. Die anderen werden jetzt in den nächsten Tagen, die großen werden auch in den nächsten Tagen aufgeklebt und dann entsprechend öffentlich gemacht, sodass in der Hoffnung viele Zuschauer oder viele Burgheider speziell das auch lesen und dann an dem Tag vielleicht auch Zeit haben, um nachmittags dann uns auf dem Sportplatz in Burgheide tatkräftig lautstark zu drücken. Genau, die DLRG wird da sein, wieder mit der Hüpfeburg. Wir machen noch eine Typisierungsaktion mit Alex zusammen für die Elaine, damit das ein bisschen vorwärts geht. Der Ingo Kapnick wird den Grill übernehmen an dem Tag, also Essen und Getränke macht der Sportverein, ist alles da. Mal gucken, ob wir den Rekord von 4 Bierfässern vom Spitzenspiel diesmal nach oben noch treiben können.
Dann haben wir noch Marcel, wenn du uns hier siehst, ja, wir müssen nochmal über die Drehleiter reden, ja? Ja, genau. Wir hätten schon angerufen, aber irgendwie sind wir immer irgendwo unter Dampf. Wir haben Urlaub. Achso, wir haben Urlaub, deswegen melden wir uns nicht. Machst du das nächste Woche? Ja. Ich rufe an. Was haben wir noch? Ja, vielleicht kriegen wir es noch organisiert, hinten für die Kinder ein bisschen Torwandschießen zu machen. Habt ihr noch eine Torwand? Wir haben im Sportverein, wir haben eine Torwand, die hat. Ja. Wie ist denn so? Will nicht, auch die habe ich denn mal gebaut vor 2 Jahren. Die steht im Container, die brauchen wir bloß rausholen, aufbauen. Und dann so, das war für die Kinder dann auch noch so ein bisschen. Machen wir die Löcher ein bisschen kleiner, dass keiner trifft und dann ist es auch gerecht für alle. Ich finde auch, wenn man die nur so groß macht, dann trifft keiner, oder? Du, das ist dich wundern. Okay, selbst mit Tennisbällen das haben die bitte. Und irgendwie wieder zurückkriegen, dass es dann noch den ein oder anderen Preis zu gewinnen gibt. Ich denke mal, da wird sich auch noch der ein oder andere Sponsor finden dafür. Ja, da müssen wir mal gucken, was wir an dem Tag noch so machen können. Vielleicht fällt uns ja noch ein bisschen was ein. Also Max ist auch da, habe ich gehört. Ich denke, wenn wir das in diesem Rahmen machen können, mit der Torwand oder so, das denke ich, das kriegen wir hin. Das sollte reichen, weil wir müssen auch immer davon ausgehen, du brauchst ja für alles, was du zusätzlich machst, brauchst du zusätzlich Personal, was das absichert. Du musst ja um die Sicherheit musst du dich kümmern. Wir brauchen auch mal an dem Tag noch ein bisschen mehr. Und das alles muss ja der Verein auch irgendwie stimmen. Und wenn wir jetzt noch zu viel an Rahmenprogramm noch jetzt reinbringen, denke ich, wird es zu viel, weil die Jungs und Mädels, die wir im Sportverein haben, die sie engagieren, die möchten ja auch von dem Fußball selber auch ein bisschen was mitbekommen. Deswegen denke ich, wenn wir das Torwandschießen machen für die Kinder, da braucht nicht groß jeder sich hinstellen. Das können die notfalls auch alleine machen, so aus Luft und allerlei während des Spiels. Aber wenn du dann noch irgendwelche anderen Aktivitäten vielleicht, das wird dann schon ein bisschen komplizierter. Jo. Denke ich mir zumindest. So. Wir werden schon gegen 14 Uhr auf dem Platz sein, der Lutz und ich, und werden auch schon mal ein bisschen mit Mikrofon durch die Gegend rennen und noch das ein oder andere Interview führen. Mit Hartmut zum Beispiel. Ist der da? Ich glaube. Na, der Hartmut denn da? Ich will ihn reinlassen. Mal gucken. Ja, schauen wir mal. Wer alles da ist. Ich glaube, das steht ihm vor, ne? Ich? Ja, gegen ersten FFC. Das, ja, wenn meine linke Schulter nicht so wehtun würde immer. Ja, herzlichen Dank noch an meine Physiotherapeutin, die sich große Mühe gibt, aber noch sind wir nicht am Ziel angekommen. Dann hätte ich nicht so gestellt. Na klar, schließlich war ich mal Torwart. Ach ja, wirklich, ja? Ja, ich, dann guck mal, da war ich gar nicht so daneben jetzt. Nein, ich habe auch im Tor gestanden. Ich habe auch mal Verbandsliga bzw. Bezirksliga im Tor gestanden. Oh, ja, ja. Und da fällt mir auf, ich habe übrigens auch schon mal im Tor gestanden, aber Gott sei Dank hat da keiner drauf geschossen. Mit der Kamera, ja. Mit dem Finger in der Nase wahrscheinlich. Nein, ich habe da nachgeguckt, ob noch alle Löcher im Netz sind. Ja, ja. Also, nee, ich denke, dieser 4. August, das wird doch mal. Hoffe ich zumindest ein denkwürdiger Tag hier für Burgheidau, was die sportliche Seite anbelangt, als Höhepunkt für den Verein. Wir haben ja nur in den letzten Jahren immer nur Nachwuchsmannschaften gehabt und haben seit letzten Saison praktisch diese Männermannschaft an den Start bringen können. Und das ist auch gleichzeitig nochmal so ein Höhepunkt in Vorbereitung der neuen Saison, auch als Dankeschön. Auch von mir der Dank an die Jungs vor allen Dingen, genau. Denn die haben das ja gemacht. Ich habe ja nur dafür gesorgt, dass wir eine Mannschaft zusammenkriegen und ein bisschen am Spielfeldrand dumm gequatscht, manchmal auch gebrüllt. Aber im Großen und Ganzen, die Jungs haben es gemacht. Genau, das war auch schön auch zu sehen. Dann auch mal ab und zu die Rückfrage, ob man nochmal ein Tor separat rausziehen kann aus dem Video. Machen wir gerne, wenn es klappt, wenn wir dabei waren und das mitschneiden konnten. Also wie gesagt, ja, dieses Jahr war super Tor geschossen. Wenn das wieder mal klappt, wir müssen mal gucken, ob wir die mal irgendwo bei Tor des Monats ein sind. Ja, die auch geschossen. Ja. Matze manchmal mit Videokamera, ich mit Fotoapparat. Und zack, geht's schon weiter, und zwar am 18.8., ne? Am 18. August. Erste Kreisklasse, erstes Punktspiel auswärts bei Eintracht 90 Babelsberg. Oh. Das wird sein, draußen im Kirchsteigfeld ist dieser Platz. Ein Kunstrasenplatz der neueren Generation, ist mir gesagt worden. Die haben den da neu angelegt bekommen. Soll sehr schön sein, der Platz. Also ich kenne den alten noch, da war er nicht so besonders, aber. Die neuen Generationen Kunstrasen sind schon okay, kann man schon drauf spielen. Ja, da müssen wir uns überraschen lassen, was das denn so bringt, weil der zweite Spieltag wird dann gleich wieder ein Höhepunkt.
eine Woche später das erste Heimspiel in der neuen Saison. Und wer kommt? Unser Klassenprimus aus der zweiten Dreiklasse. Der Mitaufsteiger. Grün-Weiß Niemek. Der Mitaufsteiger. Ah, ja. Grün-Weiß Niemek. Wird begrüßt schon, wir haben uns auf den Unentschieden schon geeinigt. Wir hatten bisher noch keinen Kontakt. Aber ich denke, es wird diesmal ein ganz anderes Spiel werden. Ja. Das heißt, Bockheide gewinnt das Spiel. Das ist ja ganz anders. Ja, natürlich. Also, das erste Spiel haben wir verloren, das zweite war ein Unentschieden und das dritte Spiel ist ein Sieg. Ja, aber diesmal muss das zweite dann schon ein Sieg werden. Am besten das erste auch. Ja, ich meine ja gegen Niemek. Ich sag so mehr. Und hat gedampft. 38 Grad, die Brille beschlägt. Hat feuchte Augen. Die Frisur hält. Also bei mir beschlägt die Brille nicht, aber du hast feuchte Augen, ne? So schlimm. Warum? Das ist traurig. Musst du nicht. Musst du auch, finde ich auch. Nächste Woche ist der Urlaub zu Ende. Urlaub. Nee, ich weiß gar nicht, wie Urlaub geschrieben wird. Ja, mit H. U-H-R-Ur kennst du. Okay. Laub auch. Laub hängt da drin. Ja, da habe ich ihn noch gehört. Noch hängt es ja. Da, ja, ja. Gott sei Dank. Und Ur und Laub zusammen ist Urlaub. Okay. Oder das Zeug von früher. Das schreibt man, glaube ich, anders, oder? Warum leuchtet das jetzt rot? Das wechselt die Farbe von alleine. Okay. UV-Licht ist das. Rotlichtbestrahlung. Nee, das war was anderes. Das hat er früher auch der Parteisekretär gemacht, Urlaub. Ja, ja, aber das sind alte Zeiten. Die sehen es wird grün zum Beispiel. Also rot war nicht so Hölle. Grün ist im Moment. Im Moment jedenfalls. So, was haben wir noch? Über wen wollen wir noch lässern? Ja, vielleicht noch mal vorausschauen. Noch, wie gesagt, am 4. ist ja dann mein letztes Spiel als, ich sag's mal so, da gebe ich mich noch mal in die Trainerrolle, weil an dem Tag wird dann die offizielle Übergabe der Mannschaft an meinen Nachfolger, an Markus Dico sein, der ja jetzt in der Saison schon als Co-Trainer gearbeitet hat und sehr gut, fand ich. Wir haben uns gut verstanden, haben gut harmoniert miteinander und ich bin überzeugt, dass er meine Arbeit gut fortsetzen wird. Die Philosophie Fußballer sind wir, denke ich, immer auf einer Linie gewesen. Es muss ein Jüngerer übernehmen und das ist der Grund, warum wir uns jetzt oder ich mich entschlossen habe, die Mannschaft so abzugeben. Bleibe dem Fußball natürlich erhalten als Co-Trainer, Betreuer, Mädchen für alles, Maker-Cop und auch mal einer, der den Dampf ablässt. Waschmeister 18:12, ne? Ja, auch für die Wäsche kümmere ich mich noch drum, ja, auch das mache ich. Wobei Maker-Cop, was ich immer bewundert habe, ist doch die größtenteils stoische Ruhe, mit der Hartmut da am Spielfeldrand gestanden hat. Wo ich schon Herz-Kasper 180 Puls habe, steht Hartmut da und beobachtet das ganz entspannt. Ja, aber ich habe Markus noch nicht schreien hören. Er durfte ja noch nicht, er ist noch Co-Trainer. Achso, er durfte noch nicht, okay. Du sag mal, Hartmut, eine Frage habe ich noch. Ja. Wir haben ja auch Jugendmannschaften, ne? Ja. Wie sieht es denn mit dem Nachwuchs aus? Ja, das ist das Problem. Wir haben Nachwuchsmannschaften, also wir haben mit Bambinis haben wir, also die Kleinsten haben wir, dann haben wir E-Mannschaft, F haben wir auch, eine D, weiß ich nicht, ob wir dieses Jahr eine D komplett am Start kriegen. Da ist der Frank Schell quer involviert, weil mit dem Nachwuchs, in dem Sinne hatte ich mich jetzt noch nicht so beschäftigen können mehr, weil ich hatte den Kopf voll mit der Männermannschaft. Mhm. Dazu haben wir aber auch den Nachwuchsleiter, der sich um sowas kümmert. Aber die andere Mannschaft, wir haben eine C, eine Spielgemeinschaft mit Brück. Ja. Das ist das Einzige, aber wir haben selber diese Großfeldmannschaften, B und A, also die Nachwuchs, da hapert es noch ganz gewaltig, weil das hängt auch mit der Schule zusammen, weil die Jungs gehen nach der 6. Klasse hier raus, gehen in weiterführende Schule, verteilen sich, egal wohin, und spielen oftmals dann dort vor Ort Fußball. Vielleicht ändert sich das jetzt mit der Männermannschaft, weil wir hatten ja jahrelang keine Männermannschaft. Vielleicht bleiben sie dann doch hier oder kommen wieder zurück, weil sie sehen, es ist eine Möglichkeit, auch im Männerfußball in Bockheide dann Fuß zu fassen. Ja, das ist meine große Hoffnung, aber das ist halt noch ein Polster von 4, 5, 6 Jahren brauchst du, um diese Kinder, Jugendlichen dann in den Männerbereich hochzukriegen. Ja? Diese Zeit müssen wir überbrücken und da müssen wir Werbung machen. Also nochmal, wer jemanden kennt, Fußball spielen möchte in Bockheide, 18 Jahre alt ist, gerne
Am 25. ist definitiv Trainingsauftakt in Burgheide. Vielleicht schon am 23., aber am 25. hundertprozentig. Also den Donnerstag, 25. Juli. Wer jemanden kennt oder wer selber Lust hat, sich gut fühlt, Fußball spielen zu wollen, zu können, gern gesehen auf dem Sportplatz in Burgheide. Und 3x18 zählt übrigens nicht, Lutz, sondern nicht, dass du denkst, dass du damit machen kannst, nur weil du irgendwo so ein 3x18 bist. Du sollst mich nicht immer so schlecht machen. Ich bin 18. Ich muss dich schon eindämmen, sonst geht es gleich wieder los. In den nächsten Schneesturm gehe ich. Und so, also was machen wir als nächstes nach dem nächsten Heimspiel? Machen wir Auswertung mit dem Trainer vor Ort. Und dann sitzen wir jedes Mal hier im Pool und machen die Nachlese des Spiels nach jedem Heimspiel. Weinlese heißt das. Die Weinlese des Spiels. Hartmut hat gerade Panik in den Augen. Nö. Nein. Ach, ich bin da entspannt, Jungs. Ich bin da ganz entspannt. Kein Problem. Ich hab's nicht weit. Wir können den Pool auch zu mir rüberfahren. Das ist nicht schwer. Der hat doch so viele Knöpfe da dran, dann bist du wohl ein bisschen. Der hebt sich doch so halb in die Luft, ne? Schwebt doch über den Boden und dann können wir den. Ja, so ein Ding, wir fahren hier raus, wo der Hauptspaß ist. Ja, so ist voll, weil das wird komisch. Machst du jetzt die Pumpe dann wieder an? Machen wir fertig? Ja, wir machen nochmal Krach, komm, einmal machen wir nochmal Krach. Und wieder blaues Licht. Ah! Kommt pünktlich nochmal die BSV-Farbe. Genau. Weiß-Blau. Und hier eine Badekappe gibt es auch von. Und jetzt machen wir nochmal richtig Vollgas hier. Hier war. Ja. Ja, wir bleiben jetzt länger hier.